das ist echt unmöglich mit meinen Geschwistern in letzter Zeit. Vor allem mit Julian. Der nimmt sich einfach mein Handy. Hannas Handy. Warum heißt das denn Hannas Handy, wenn Julian sich das dann nimmt? Ah ja, wie letztes Jahr, wo er mir dann geschrieben hat. Also das kam mir schon irgendwie ein bisschen komisch vor. Ein bisschen komisch? Ich finde das unmöglich. Der kann doch nicht einfach meinen Freunden schreiben. Das ist wirklich das Allerletzte. Hey Leute, lasst euch nicht stören. Ich bin sofort wieder weg. Wollt mir hier nur kurz den Laptop schnappen. Bin schon wieder raus. Lasst euch nicht stören. Besonders nicht, wenn Dave da ist. Moment, Julian, wo willst du damit hin? Das ist mein Laptop. Ja, aber ihr benutzt den doch gar nicht und ich wollte da ein bisschen was spielen. Also doch. Was machst du denn hier jetzt für so Probleme? Wir wollen den gleich benutzen und du brauchst gar nicht in mein Zimmer gehen und immer meine Sachen nehmen. So, her damit. Wir brauchen den gleich. Wir wollen gleich zusammen einen Film gucken. Und du gehst jetzt raus, Julian. Ach, Mann! Da wollte ich nur einmal was von Hannah benutzen. Und nein, man darf es ja nicht. Madame möchte anscheinend mit Monsieur einen Film gucken. Aha. Hast du das gesehen, Dave? Der kommt hier einfach rein und dann nimmt er sich den Laptop, fragt noch nicht mal und spaziert wieder raus. Das ist echt unverschämt. Also an deiner Stelle würde ich mir auch was überlegen, aber reg dich doch nicht auf. Ja, leichter gesagt als getan. Ich reg mich einfach auf über Julian. Und jetzt habe ich uns mal den Laptop aufgebaut. Wollen wir noch runtergehen und uns was zu trinken holen für den Film? Was habt ihr denn so da eigentlich? Vielleicht eine Apfelschorle oder vielleicht dürfen wir ja sogar Fanta. Mhm. So, die Getränke haben wir organisiert. Dann kannst du ja wieder nach oben gehen. Ah, Frau Vogel, tut mir leid, ich habe sie gar nicht gesehen. Hallo. Ach, hallo, Dave. Ich finde es wirklich toll, dass die beiden sich mal wieder verabredet haben. Also, ich kann dich schon ein bisschen vorwarnen, Dave. Also, ich habe den Film ja schon gesehen. Es wird ein bisschen gruselig. Hey, du, Pia, sag mal, willst du vielleicht einen Tapetenwechsel? Weil gleich kommt meine Freundin Clara zu Besuch. Und ich glaube, in meinem Zimmer wärst du viel besser aufgehoben dann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was machst du da, Emma? Boah, schreck mich doch nicht so. Warum regst du dich so auf? Ich wollte nur ganz kurz mal Pia ausleihen. Schon wieder jemand, der einfach in mein Zimmer geht und sich was von mir ausleihen will, ohne mich zu fragen. Das ist mein Kaninchen und jetzt raus hier. Okay, okay, ich hätte dich ja schon gefragt, aber du warst gar nicht in deinem Zimmer. Und außerdem kriege ich gleich Besuch und da wollte ich Clara mal die Pia zeigen. Und das geht besser in meinem Zimmer. Wenn du jetzt nicht sofort hier rausgehst, dann darfst du nie wieder Pia streicheln. Also, weg hier. Oh Mann, ey, die kann dich wirklich anstellen mit ihren Sachen. Das ist mein Kaninchen. Naja, dann wollen wir mal den Film gucken. Okay. Und dann hoffe ich mal, dass nicht zwischendrin jemand reinkommt, der den Laptop sich ausleihen will oder so. Was kannst du froh sein, Dave, dass du keine Geschwister hast? Du kannst alles für dich alleine haben. Ja, also ich muss schon sagen, das ist eigentlich ziemlich cool. An deiner Stelle würde ich Folgendes machen. Ich würde mir einen Tresor oder so eine Schatzruhe besorgen und alles drinnen verstecken. Dann kommt keiner mehr ran. Ach, schade. Dave musste schon nach Hause. Dann gucken wir nächstes Mal den Film zu Ende. Aber die Idee, die Dave da hatte, die war gar nicht schlecht. Ich brauche dringend einen Tresor. Aber wie komme ich denn an einen Tresor ran? Keine Ahnung. Kann man das kaufen oder... ich weiß es nicht. Gut, dass ich mein Handy habe. Ich werde mal Onkel Stefan anrufen. Der hat von sowas immer Ahnung. Hey, Onkel Stefan. Ich bin's, Hannah. Ich brauche deine Hilfe. Ja, genau. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass Mama und Papa das nicht mitbekommen, weil sonst verbieten die das wieder. Also diese Ding-Dongs, die kommen einfach nie aus der Mode, oder? Ich finde schon, aber du hörst sie ja immer wieder an. Oh, ich liebe das Lied. Oh, perfekt. Mama und Papa sind total abgelenkt. Dann mache ich mal ganz schnell die Tür auf, bevor Onkel Stefan klingelt. Hallo. Ach, hallo Hannah, ich wollte gerade anklingeln, na? Nee, du brauchst heute nicht klingeln. Komm mal einfach hinter mir her und Mama und Papa wollen auf gar keinen Fall gestört werden. Also bitte leise sein. Ich würde schon ganz gerne kurz Martin und Claudia Hallo sagen. Psch, nicht sagen, Onkel Stefan, einfach mitkommen. Hey Leute, ja, dann grüße ich die gleich. Das solltest du lieber nicht machen. Mama und Papa wollen auf gar keinen Fall gestört werden und ich glaube, du solltest sie heute nicht ansprechen. Also gut. Ich habe folgendes Problem. Julian und Emma nehmen ständig meine Sachen und deswegen brauche ich jetzt einen Tresor, um alles einzuschließen. Kannst du mir da vielleicht helfen? Was für eine Frage. Natürlich kann ich dir helfen. Also da bin ich ja auch ein richtiger Experte. Wart mal ab. So, das ist der neue XYZ3000. Dein neuer Tresor. Da kannst du alles Mögliche einschließen. Und deine Geschwister kommen nicht mehr dran. Oh, Onkel Stefan, das ist total klasse. Da werde ich mein Handy einschließen, am besten Pia, damit Emma die nicht wegklaut, den Laptop. Und da ist so viel Platz, da kann ich mich sogar selber reinsetzen. Vielen Dank, du hast mir echt geholfen. Ach ja, ja, gerne. Also, dann werde ich jetzt mal runtergehen zu deinen Eltern. Nein, mach das lieber nicht. Moment, bevor ich es vergesse. Also, wir müssen noch da einen Code einstellen. Und den musst du dir gut merken und darfst den am besten niemandem verraten. Also momentan ist der Code Regenwolke und Sonne. Wollen wir den lassen oder vielleicht einen anderen einstellen? Also ich fände Feuerdiamant ganz gut. Feuerdiamant. Okay, das merke ich mir. Okay, Feuerdiamant ist eingestellt. Und wirklich niemandem verraten. Oh Mann, Onkel Stefan, du bist immer so cool. Wo hattest du diesen Tresor her? Also du hast mich echt gerettet.
Ach, das mache ich doch gerne. Also ich helfe euch immer sehr, sehr gerne mit den kleinen Wünschen, die ihr so habt, den kleinen und großen Wünschen. Naja, dann mach's mal gut. Tschüss. Oh Mann, ich kenne kein anderes Kind, was so einen eigenen Tresor hat. Und der ist so, so groß. Da kann ich alles drin verstauen. Wirklich perfekt. Hä? Was ist das denn? Kommt das Ding denn her? Das stand hier vorher aber nicht. Oh, das ist so klasse. Ich habe endlich meine Ruhe. In meinem Tresor, mit meinem Laptop, mit meinem Handy. Und keiner kann an meine Sachen ran. Komm, wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Also so geht das ja nicht. Wie wär's mal mit uns Bescheid geben, hä? Was macht denn Hannah da drinne? Die sitzt da ja einfach am Laptop. Ich glaube, das ist so ein Safe oder so ein Tresor, wie bei einer Bank. Wofür denn? Da ist sowas, wo man Zahlen eingeben kann. Ja, wie bei so einer, ich weiß auch nicht, so ein Geheimcode. Hannah, kannst du uns mal erzählen, wo du das hast und wozu brauchst du das überhaupt? Ach, hey Leute, das fragt ihr noch? Ja, das brauche ich, um meine Sachen vor euch zu verstecken. Das ist mein eigener Tresor und da werde ich immer alles einschließen und dann könnt ihr da nicht ran. Einschließen? Oh, da fällt mir doch was Tolles ein. Tja, da ist die Tür wohl zu. Na, versuch sie jetzt mal aufzubekommen. Na? Hey Julian, warum hast du das gemacht? Was denn? Ich komme hier nicht wieder raus. Da muss man Sachen einschließen. Man muss den Code doch draußen eingeben. Und tschack. Yes, jetzt hat sie was davon, weil sie wollte uns nicht da diesen Code geben und so. Und jetzt ist sie eingesperrt. Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Lasst mich hier raus. Hallo, Hilfe. Du kannst doch noch ein bisschen lauter schreien, damit Mama und Papa das hören. Oder wissen die etwa nicht, dass du hier so einen Tresor in deinem Zimmer hast? Nee, die wissen das doch nicht. Komm, lass mich hier wieder raus. Na, wer hätte das gedacht? Tja, jetzt ist sie in ihrem eigenen Tresor gefangen. Und du keiner bist ja auch kann das sie Wichtigste, rausholen. Hannah, deswegen sperren wir dich auch rein. Ja, das Wertvollste. Oh Mann, Onkel Stefan hat zwar gesagt, ich soll den Code niemandem verraten, aber jetzt muss ich ihn euch ja verraten. Ihr müsst mich hier wieder rausholen. Ja, her mit dem Code. Aber du weißt Bescheid, ne? Danach kannst du nichts mehr vor uns verstecken, weil dann können wir ja immer rein in den Tresor. Naja, bringt mir ja auch nichts, wenn ich ewig hier drin bleibe. Na gut, Feuerdiamant. Feuerdiamant? Wer hat sich das schon wieder ausgedacht? Typisch, Hannah. Oh Mann, jetzt bin ich endlich wieder raus. Aber jetzt habe ich den Code verraten und jetzt bringt mir auch mein Tresor nichts mehr. Naja, war vielleicht auch eine blöde Idee von mir.